Quatsch, ich spinne doch ab. Drei Tage wird nichts geerbet. Die ganze faule Buckel hier Verwandtschaft sitzt hier rum und frisst mir die Haare vom Kopf. Und ich soll es all bezahlen. Aber dies Jahr nicht. Die sollen es all lieben, wo der Pfeffer ist. Ich habe es gesagt, die jedes Jahr alle Male durchzuführen. Dies Jahr nicht. Ja, ich will ein Passkaffe. Und ich bin im Stall noch nicht fertig. Wenn das mit Dingen blöd hier zwitschert, so wie geht, da wird im Stall die Küche irgendwann noch die Milch suchen. Das ist doch furchtbar mit dir. Mein lieber Schwab, was hast du abends mit den Jodlaune? Und wenn unsere Küche die Milch suchen wird, dann liegt das mit Sicherheit nicht an meiner wunderschönen Stimme, sondern an dinger schlechten Laute. Da soll ich gut gelaunt sein. Lohne doch die ganze Weihnachtskrempel ins Haar. Und du trennst herum, lass uns froh und munter sein. Der ganze Quatsch, große Heidenjell, da liegt noch andauernd die Freundin Clara mit singem Anje hier heute Nassauer. Und singen Vogel summen herum und frisst die Haare vom Kopf. Würde auch Mensch. Also, das ist keine Weihnachtskrempel. Ich versuche nur ein bisschen Adventsstimmung aufkommen zu lassen. Aber da hast du Weihnachtsmuffel ja keine Ahnung von. Und lass mein Freundin Clara in Ruhe. Das kann doch nur schließlich nicht dafür, dass sie dem Singen Johannes die ganze Ländereihe abgenommen hätten. Denn dann stimmt das viel, viel besser doch. Und außerdem kommen die doch sowieso ab nur, wenn du nicht da bist, weil du ja ewig so eine schlechte Laune hast. Die Ländereihe?
der Ländereihe, wenn er die überhaupt uns gejobbe hätte. Dann haben sie die sich im Urgroßvater abenteichnet. Und von dem, was die nicht haben, da leben die ganze Schmarotzer jetzt auch in der dritten Generation von. Weil sich überall nur durchfressen und suffen. Der blöde Quatsch von der Ländereihe hat seinen Großvater abverzahlt, seinen Vater abverzahlt und der Herr Johannes von Büttenbügel, der merkt das seit Jahren nicht anders. Wenn wir unsere Ländereien wieder kriegen, dann, ja dann. Und wann brauche ich mich, Lirius, nicht mehr auf den Tag? Moin, Katrinchen. Seht ihr euch als Bilder am Zänke? Moin, Fräulein Hummelsheim. Hast du auch Aktenwäsche aus dem Bett gefunden? Ich bin nur langsam zehn. Ach, Papa, was bist du an der Jote laut? Was ist dir für ein Los über den Lever gelaufen? Das war kein Los. Was mir hier über den Level läuft, das sind die ganzen Kakerlake und Schmarotzer, die sich hier alle entliegen. Jetzt hör eure endlich um. Du mähst in dem Jahr die ganze Weihnachtsstimmung kaputt. Wir zünden uns das Kaffee nicht. Nee. Das riechst du jetzt. Mir ist der Kaffee durch für Jan. Ich schon in der Stall, wenn ich Arbeit mache. Denn einer von uns muss ja schließlich sehen, dass außer Klingglöckchen auch Klingdaler rennt. Mein lieber Mann, was hat der wieder für eine Laune? Was war denn los? Hätte der Stacheldraht gefrühstückt. Du weißt doch, wenn es um Weihnachten angeht, dann ist Ding und Vater alles viel zu viel. Der ist und lieb eine Weihnachtsmuffe, ne? Das ist fast fertig. Opa, du wolltest dich doch antrecken, Jon. Warum? Ja, was heißt dann hier, worum? Du kannst doch nicht der ganze Tag in dem Schlafanzug rumlaufen. Komm, warum nicht? Opa, wir haben dir jetzt Armtrecke. Wir haben noch ein paar Mittag. Du sitzt aber doch auch nur in dem Schlafanzug. Ja, da hat der Opa recht. Das gilt auch für dich, Madame. Meinst du nicht auch? Ja, das stimmt. Oh, ich wollte ja nur ein Glas Kaffee trinken. Hast du damit einen Putz gesehen? Ich kann nicht, ich bin Putzschlitzer. Opa, den Klamotten, die hängen doch im Schaf, da wo sie immer hängen. Und jetzt jagt dich uns endlich antrecken. So nicht mich normal. Antrecken, antrecken, mein Gott, da ist immer der Schaf drin. Ja, warte, ist gut, du kriegst das dafür. Und dann zauber ich jetzt. Du hast ja gesehen, was ich gefragt habe, für eine schlechte Laune hätten. Ja, ja, wenn ich das hier sehe. Der Kunde sich ja wieder selbst nicht legen. Was war dann wieder los? Was war dann wieder los? Es geht auf helle Abend an. Das ist los. Und ich würde doch nur ein bisschen schön machen. Aber der mit seiner schlechten Laune, der kann ihnen auch alles versauen. Ich muss uns noch Fleischschnur, Jörg. Nicht, dass das mir noch anbrennt. Und du siehst das zu wenig, Madame, ne? Ja, ich schon, ja. Der blöde Bube hat dir hier. Jetzt werde ich auf bald 23 Jahre und laufe immer noch ein paar blöde Köhlinge her. Wenn ich nicht bald hier aus dem Kaffee rauskomme, dann sterbe ich noch als Alljungfer. Dann steht irgendwann auf meinem Grab stehen und ihr öffnet zurück. Ich bin da, Adam, früher morgen.
Katrinchen. Gute Rinde. Moin, Katrinchen. Moin. Wollt ihr jetzt von meinem Vater? Der ist im Stall. Nee, nee. Um Gottes Willen. Mir wollte bei der Mutter. Ist die nicht da? Doch, die ist da. Ich habe mir ja gedacht, dass ihr nichts von meinem Vater wollt. Nee. Mir wollte nur fragen, ob sie uns ein Kletsch Butter, ein paar Eier. Ja, und man kann es wurscht nehmen. Kann. Ich bin jetzt mit zum Inkofi gekommen. Nee, Frau Hüttenbühl, wir haben nämlich jetzt 10 Uhr. Da hält Heller seine Lade auf. Ja, aber da stand ich noch mit ein paar Mark in der Creme. Mhm. Und so gut für Irschte. So kurz für den 1. Wir haben den 15. Dezember. Ja, aber am Ende vom Geld ist noch ein bisschen Mond übrig geblieben. Ja, ein bisschen Mond ist gut. Da ist ja noch der halbe Dezember übrig geblieben. Es ist uns ja auch ein bisschen peinlich. Aber von dem Arbeitsnovis, da ist noch nichts gekommen. Wenn das dann nächste Woche da ist, kriegt die Mutter das all wieder. Mir soll ideal sein. Mama ist in der Küche, ja, da drin. Ach, dann und so. Für die Schlitter oder Kaffee oder so. So, jetzt muss ich mich aber oben parat machen, bevor hier noch die Lücken abtauchen. Ah.
Komm, Opa, mir jön dich jetzt ins Arm trecken. Hast du da mit dem Butz gesehen? Nee, Opa, ich han den Butz nicht gesehen. Er wird die Witsch schon abtauchen. Ja, ja, so. Ja, ja, mal. Man sage schon nichts, macht uns keine Sorge. Das ist doch auch alles nur ihr Lied. Das kriegst du doch all wieder. Klaus Dieter, liest du von der Wurst? Die nehmen wir doch mit nach Bus. Ich habe einfach Hunger. Klaus Dieter, hör auf, wir jagen doch jetzt. Drutsche, wenn wir aus Ländereien wieder wiederkriegen, dann ist das für alles kein Problem für uns. Dann kriegst du das doch alles wieder zurück. Dann gehöre mir zu Bliesens bessere Gesellschaft. Ja, ja, jetzt gut. Wir jön jetzt heim frühstücken. Ja, ja. Drotsche, du hättest nicht noch zufällig ein halb Brot übrig. Oh, ja, siehst du, habe ich noch ein Brot für euch übrig. Ich jönne, ich hörne, ich war doch heute Morgen, hat mir weggeholt, sie weggeholt. Und da habe ich Brot. Hoffentlich laufe mit dem Anton nicht in der Arm. Ich will ja nicht, dass der den Drotsche spülen hat. Aber das Katrinchen, das hätte doch gesagt, er wäre im Stall. Damit der so flück, dann noch nicht fertig sind. Das Katrinchen ist ja nett, Mädchen, ne? Klaus Dieter, du bringst mich da eine Idee. Komm uns her. Was hast du da gerade von dem Katrinchen gesagt? Wie meinst du das jetzt, Papa? Was heißt denn, hey, wie meinst du das jetzt? Stell dich doch nicht so blöd an. Das Katrinchen, das ist doch ein nettes Mädchen. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Na also, das Katrinchen, das ist eine richtig gute Partie. Johannes, hast du den Verstand verloren? Du willst Ussi Jung doch nicht mit so einem Tyrann verkuppeln. Clara, ich will ihn ja nicht mit Anton verkuppeln, sondern mit seiner Tochter. Eva, du bist doch verrückt. Das wird der Anton doch nie zulassen. Also, zuerst wird Katrinchen damit zulassen. Meinst du nicht auch? Ja, ich finde ja auch, dass das gar keine schlechte Idee ist. Ist das? Wird Besseres mit Klaus Dieter ja nicht passieren. Nein. Eva, denk ans an den Anton. Der zerriss unsere Jungen in der Luft. Man muss das nur richtig anpacken. Kann ich da auch ins Jetzt so sagen? Ich freue mich. Du hältst dich da jetzt erstens raus. Wie immer. Das muss gut überlegt werden. Das müssen wir zuallererst mit dem Drotsche besprechen. Genau. Hier ist jetzt endlich Frühstück. Ich habe nur Hunger. Hätte ich den Weg schon gespürt, wo sie sind. Opa Hommelsheim, das ist unser Frühstück. Und für Butz haben wir auch nicht. Ich will Frühstück und ich will meinen Butz haben. Opa, wo löst du deine Rücken? Ich laufe dir durch das ganze Haus mit Dinger Butz. Da bist du ja, wo hast du denn ja gewohnt? Komm jetzt, Antrecke. Aber da ist aber doch Frühstück. So wie ich die alle Male kenne, ist das Frühstück nicht mehr lang her. Komm jetzt, du bist doch her, Frühstück. Mein Gott. Klaus Dieter, hast du Sinn? Das Katrinchen, das ist doch wirklich ein nettes Mädchen. Oder nicht? Ja, Papa, ich weiß ja, dass das ein nettes Mädchen ist. Aber du glaubst doch nicht, dass das von mir jetzt wissen will. Ja, warum dann nicht? Wenn wir aus Ländereien wieder kriegen, dann bist du doch ein richtig schöner Partie. Ach, Papa, du immer mit unsere Ländereien. Das prüft dir doch mittlerweile keine Mensch mehr.
Sagen Sie jetzt nicht, Jung. Sagen Sie jetzt nicht. Die Hoffnung, die stirbt zuletzt. So viel wie ich weiß, wann ich bin. Aber was will das ganze Grobzeug ab mit dir? Ach, ich sinne das. Ach, ich sinne das. Ihr seid nur gekommen, für mich Röhrisches hier auszurühmen. Ist da jetzt alles schön ordentlich? Oder haben wir uns alle jetzt übrig gelassen? Anton, das Drohtsche hätte uns das praktisch alles abgedrängt. Ja, dann ist es doch. Jo, ich strenge mich auch nichts ab. Da lädt alles wieder auf den Tisch. Ich rühre das Zeug schon mit den Röschen. Anton, da kann ich denen doch alles neu nehmen. Und da kriegen wir von denen auch alles wieder zurück. Mhm. Aber ja. Und ich weiß auch genau, wann. Wenn wir den Länder freien. Ganz genau, Anton, ganz genau. Dann stammen wir auch viel besser da. Johannes, Ostpreußen, jeden Atlang. Du kriegst den Ländereien nicht bitte. Und ich kriege mich nur nicht bitte. Also, packt euch der ganze Krempel um den Arm und seht so, da der Land gewinnt und die schön blieb hilft. Und dann will ich euch sagen, deeltet euch schon in. Denn das hier, da ist mit Sicherheit das letzte Mal, dass ihr mir Röhrisches geplündert habt. Dafür wäre ich sauer. Damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss. Raus jetzt, ihr Rattenpack! Aus die, dann nimm die Furcht und dann raus, hey! Ja, wir kommen über Knolledach noch ins Winter. Ja, wir haben jetzt ganz Wichtiges zu besprechen. Ja, aha. Ja, Brotsche, ganz wichtig. Ja, 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 ich komme ja. Tschüss, Brotsche. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Also, Montag hat wieder Sinn, musst du immer so bekloppt spielen. Brotsche. Wir haben heute Morgen noch drüber gesprochen. Das sind alles nur Schmarotzer. Und das ganze Zeug, was die jetzt aber da rausgeschläfert, das ist doch auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Aber das war mit Sicherheit der letzte Mal, dass die mir ein Röhrisches leer gemacht hat. Da kannst du mich für rumlaufen lassen. Dafür werde ich sorgen. Hey, hier ist nichts mehr. Hast du mich verstanden? Ach, Anton! Ja, ist doch. Da! Mach die Tür auf! Und ja, was zu vergessen hat, das gibt nichts mehr! Schläfe nur raus! Ach, ehrlich! Boah, jetzt ist das Abend! Boah, ehrlich! Ich stehe nur, was steht da? Doch! Also, Opa, der ist da! Was willst du davon denn? Ja. Also, wenn du zu Hause war, da haben wir doch noch hier Bus. Naja, mindestens hast du den Bus gekommen. Den Bus gekommen. Ist nicht so wichtig. Ich ja nicht so, wo der Opa ist. Ja. Weg kann ich ja nicht sein. Ne? Ja, das ist bescheid. Ja. Hey, wieso soll ich meinen Botsch denn nicht finden? Die habe ich doch 3 Wochen an. Oh, ja, kannst du mir jetzt sagen, wo der sehr viele rumdrückt? Bist du, warte hier, ja. Setz dich. Ach ja. Ich schon in Flur, wo der Opa ist, ne? Ja. Dann
Oder wollen Sie in der Zwischenzeit und das Gaffer? Ach, wenn du mich so fragst. Ja, ja. Allein der Portmann, der ist aber leer. Weißt du was? Da jol ich hier sind das Gaffer und schöne und dann lure ich ihn zu der Oper. Ne? So ist es. Ja, das ist was, Uja. Weißt du, Martelli, ja. Siehst du uns hoch, dass denn das Gaffer drückt, wenn du sie kriegst? Ich habe heute Morgen auch zwei nicht gekriegt. Ich musste besuchen, wenn du starrst, musste kümmern. Ach, und lass mal bloß, wie Röschen sind rum. Was soll ich da mal denken, singen Röschen? Oh. Ich brauch die Röschen nicht, ich hab selber so Röschen. Ich weiß, dass du Röschen selbst. Ebbe, jetzt weiß ich auch, wenn mein Putz geklaut wird. Jetzt sofort den Putz her, sonst geht er. Den Putz? Wieso ist das Ding, Bus? Du warst gestern Abend als letzte Ehe. Und du hast nur mit dem Bus mitgenommen. Den Bus mitgenommen? Ja. Doch, wenn das Ding Bus ist, mir ist das doch ein Ja. Jetzt mit dem Bus an.